Crimson Cow und King Art Games präsentieren euch The Book of Unwritten Tales, die Viehchroniken. Hallo Leute, da sind wir auch wieder. Zu Let's Play The Book of Unwritten Tales, diesmal in die Viehchroniken. Und ihr seht schon, hier hat sich schon im Startbildschirm einiges getan. Da war ich ein bisschen überrascht, als ich das erste Mal gesehen habe. Hier so direkt, das sieht ja alles gleich aus. Aber egal, inhaltlich ist es anders, darauf kommt es an. Es kommt ja darauf an, was drinne steckt und nicht, wie es von außen aussieht. Wir starten einfach mit einem neuen Spiel. In Kapitel 1, Schwierigkeit, ja normal, für Normale und Einsteiger geeignet. Schwierig, all die Rätsel, all der Schmerz. Okay, wir haben Normal und Schwierig, wir spielen das einfach mal auf Normal. Ja, und das einfach, und es nicht zu einfach fanden. Schwierig bietet mehr Rätsel und weniger Hinweise. Mehr Rätsel wäre interessant, aber wir übertreiben das mal nicht. Sonst rätsel ich ja nachher ewig rum und komme nicht weiter. Das wäre ja auch doof. Blase Ballons auf. 97%, hey. Und wir starten in Kapitel 1. Freiheit. Solange ich denken kann, bekriegen sich die Völker Aventasiens. Eine einzige gewaltige Schlacht zwischen Menschen und Orks, Zwergen und Schatten, Elfen und Hexern. Und ich mittendrin. Ich hatte einfach genug davon. Genug davon, für die eine oder die andere Seite die Knochen hinzuhalten. Genug davon, entweder Befehle auszuführen oder um mein Leben fürchten zu müssen. Ich habe eine Gelegenheit beim Schopf ergriffen und von nun an habe ich mein Leben selbst in der Hand. Das lief ja nicht so. Was könnte schon schief gehen? Crimson Cow presents a game by King Art Games. The Book of Unwritten Tales. Die Viehchroniken. Das lese ich jetzt nicht alles vor. Die kennen wir ja quasi schon aus dem ersten Teil. Die haben natürlich auch diesen hier gemacht. Und wir haben fröhliche Musik, bei der wir direkt ins Spiel starten. Ich überlege gerade, wenn die jetzt hier alle am Anfang auftauchen, ob die nachher zum Schluss in den Credits dann auch nochmal alle erscheinen. Weil eigentlich kommen wir jetzt so direkt am Anfang Credits. Und dann sollten ja zum Ende keine mehr kommen, aber wahrscheinlich ist es nicht so. Und ich entschuldige mich jetzt im Voraus schon mal für die schwarzen Ränder hier am Rand, aber das ist in dem Spiel so, also werde ich die auch nicht rausschneiden. Weil dann sieht das nachher alles breit gezerrt aus und das wäre doof und das will ich nicht. Also gibt's das Bild so hier am Rand mit schwarzen Rändern und dann ist das eben so, dann habt ihr Pech gehabt, wenn euch das nicht gefällt. Da bin ich ja dann doch sehr konsequent. Und was muss ich noch erwähnen? Ach ja, hier direkt bei der ersten Folge ist nicht gleich am Video-Release-Tag Es war so, wie ich es mir immer vorgestellt hatte. Ich hatte die engen Gassen der Städte hinter mir gelassen und flog mit meinem brandneuen Luftschiff der Freiheit entgegen. Und sobald ich gelernt hätte zu navigieren, würde es mich bringen, wohin ich nur wollte. Ein fantastisches Gefühl, das mir niemand nehmen konnte. Nichts und niemand... Ach, verdammt. Nathaniel Bonnet! Ich wusste, dass ich dich finden würde. Für dich, Kapitän Bonnet, meine Liebe. Der Rote will sein Schiff zurück. Dann solltest du nicht mit Kanonen darauf schießen. Ich verrate nichts, wenn du mich fliegen lässt, okay? Ich bin nicht zu Scherzen aufgelegt. Es geht um 3 Sack Gold. Köpfe jagenden Orkfreunde da drüben ist nicht zu spaßen. Wenn sie das Schiff entert, könnte es aus sein mit dem Leben in Freiheit. Oder mit jedem Leben. Irgendwie muss ich ihr entkommen. Lande auf dem Eis oder trage die Konsequenzen. Leertaste drücken, um Hilfe anzuzeigen. Da sehen wir quasi die ganzen Hotspots. Das kennen wir ja. Versuche mal, Saas vom Himmel zu schießen. Wir gucken uns erstmal einen Sandsack an. Wenn ich Ballast abwerfe, könnte ich höher fliegen und vielleicht auch etwas schneller, aber... Egal, was ich tue, ich werde Sasis Abfangjäger nicht entkommen können. Ja, das ist ja nicht so schön. Dann haben wir hier noch ein Fass. Im großen Fass steht noch ein kleineres. Ein Pulverfässchen. Dann wollen wir der Grünhaut mal Feuer unter dem Hintern machen. Mist, leer. Ja, das lief ja nicht so. Ein leeres Pulverfässchen.
Die Technik ist erstaunlich simpel. Man dreht das Rad nach links und das Schiff fliegt nach links. Man dreht es nach rechts und es fliegt nach rechts. Früher oder später bekomme ich auch noch heraus, wie man hoch und runter fliegen kann. Ja, aber die Grundprinzipien hat er ja quasi schon. Das Lenken an sich ist nicht das Problem. Die Frage ist eher, wie man einen bestimmten Ort finden soll. Ah ja, okay. Um mich herum sehe ich nur weiße Wolken und schneebedeckte Ebenen. Ich schätze, ich bin irgendwo über den Nordlanden. Das macht Sinn. Und hier gibt es auch lauter fliegende Inseln im Hintergrund. Können wir Steuerrad? Okay, haben wir jetzt genug? Eine Kaffeemühle, das ist ja schön. Endlich was Nützliches auf dem Schiff. Das Ding da nennt man Kaffeemühle. Die Menschen in den Ostlanden mahlen braune Bohnen damit, aus denen sie dann einen bitteren Trunk brauen. Sie sprechen ihm magische Wirkung zu, vor allem morgens. Hey, Kaffee ist doch super. Die Mühle wurde ans Metall genietet. Am besten lasse ich sie da. Na gut, okay, dann lass sie da, oder? Die Mühle wurde ans Metall. Dann haben wir hier noch eine Kiste. Die schaut auch in aller Zeit. Wichtiger als die Schätze des roten Piraten war mir sein Schiff und die Aussicht, endlich mein eigener Herr zu sein. Aber warum sollte man sein neues Leben nicht mit ein paar Kisten Gold beginnen, habe ich mir gedacht. Ach, der hat eine Kiste voll Gold da? Wahrscheinlich nicht. Was zum... Konfetti, Tröten, Partyhüte? Ich hasse Karneval. Immerhin ein Partyschiff. Ich nehme etwas Konfetti, eine Tröte und so ein Karnevalsding mit. Damit habe ich genug Spaß für heute. Ein Karnevalsding? Ach da, so eine Ausrolltröte, die sind doch geil. Ich würde Masas liebend gerne die eine oder andere Kugel rüberschicken, bevor sie Gelegenheit bekommt, die Mary zu entern. Da sind leider weder Schwarzpulver noch Munition in der Kanone. Ach so, das ist ja ungünstig. Ich würde Masas liebend, da sind leider... Okay, das kennen wir. Vielleicht kommen wir da Konfetti. Naja, über die Idee lässt sich streiten, aber es wird auf keinen Fall ohne Schwarzpulver in der Kanone funktionieren. Oh, schade. Aber prinzipiell nicht schlecht, Konfetti. Der rote Pirat, der Vorbesitzer der Mary, ist ein begeisterter Jäger und am liebsten jagt er Menschen. Aber seit er durch keine Tür mehr passt, schickt er lieber seine Kopfgeldjäger los, so wie Masas da drüben. Ja, irgendwas ist halt immer... Dampfmaschine? Früher oder später werde ich mich mit der Technik befassen müssen. Momentan bin ich einfach nur froh, dass alles läuft. Glaube ich, eine Weinflasche? Die Flasche ist leer. Aber der rote Pirat weiß, was gut ist. Der Wein hat einen Korken. Korken und Korkenzieher stecken noch im Hals der Flasche. Na dann nimm das doch mit. Ich stecke nur den Korkenzieher ein. Leere Flaschen interessieren mich nicht. Hat er den Korken jetzt mitgenommen? Ne, nur einen Korkenzieher. Okay, dann haben wir noch Schlauch. Ein Gummischlauch, knapp 2 Meter lang und etwa ein Wichteldaumen dick. Dieses Baby schafft den Kessel Run in unter 2 Tagen und fliegt 1,5-fache Windgeschwindigkeit. Was immer das bedeutet. Ja, okay. Was immer das bedeutet. Mein Tipp ist, dass der Schlauch für den Wasserwechsel benutzt wird. Hörst du, Maschine? Kein Grund, kaputt zu gehen oder zu explodieren. Jo. Ich könnte das Teil nicht mal aufmotzen, wenn mein Leben davon abhinge, was es ganz zufällig tut. Okay, dann haben wir noch, hier haben wir noch eine Strickleiter. Die Strickleiter führt hoch zu den Ballons. All die Seile, Netze, Verstrebungen und Balken dort oben machen mich nervös. Ja, wirklich professionell sieht das nicht aus, aber irgendwas ist ja immer. Gut, hier oben haben wir alles abgedeckt, dann gehen wir mal runter in die Kapitänskajüte. Lassen wir Masas einfach mal fliegen. Ich war noch gar nicht hier unten. Ich hatte es ein wenig eilig, mit meinem Gewinn die Pirateninsel zu verlassen. Aber alles, was der Dicke hier angehäuft hat, gehört nun mir. Okay, hier haben wir ein Fass. In diesen Fässern wird alles gelagert, was man auf langen Reisen sicher und trocken halten will. Trockenfrüchte, Tabak und Gummibärchen zum Beispiel. Da steht aber Danger drauf. Das Fass wurde mit Teer versiegelt, das kann ich nicht so einfach öffnen. Aber wir haben einen Korkenzieher. Der Korken hier vorne sitzt zu stramm, als dass man ihn mit bloßer Hand rausziehen könnte. Wir haben ja aber einen Korkenzieher dabei. Da geht es doch direkt gut los. Na, schon das erste Mini-Rätsel geschafft. Ein schwarzes Pulver. Schwarzpulver.
Wahnsinn. Das ist echt, also... Eine 100 Wattbirne ist dunkel gegen den. Muss man einfach mal so sagen. Genug Schwarzpulver, um Azaz ein paar Ladungen vor den Bug zu schießen. Ein schwarzes Pulver. Schwarzpulver. Hör mal einen Ofen. Das Feuer im Ofen ist erloschen. Ich sehe nur noch einige glimmende Holzstücke in der Mitte. Okay, da kann man Schwarzpulver reinkippen. Die Beschleunigung wäre sicher enorm. In alle Himmelsrichtungen. Ach so, schade. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man glühende Kohlen nicht in die Hand nehmen sollte. Mehrfach sogar. Okay, der Hölz ist er scheinbar auch nicht, aber das hat man ja nun schon. Dann gucken wir mal in den Schrank. Ein Western-Outfit, eine Bowlingjacke, ein Oktopuskostüm, eine Federboa, was man halt so erwarten würde. Ja, natürlich. Ich könnte mich als Prinzessin verkleiden und mich von einem dicken Klempner retten lassen. Na. Super Mario? Ich könnte mich als Fledermaus verkleiden, mein Anti-Abfangjägerspray benutzen und... Nein, auch nicht. Batman! Ich könnte mich als Computerspieldesigner verkleiden, das erste Kapitel umschreiben und... Nein. Es ist kein Computerspiel. Es ist zwar kaum zu fassen, aber keines der Kostüme scheint mir in meiner Situation weiterzuhelfen. Schade. Was haben wir noch? Wir haben hier noch einen Skelettarm. Ein Knochenarm. Vermutlich für den 31. Oktober. Da gibt's überall Paraden von Untoten und ihren Unterstützern. Wir sind untot, wir wandeln auf Erden. Gewöhnt euch dran. Kann man den mitnehmen? Ja, sehr gut. Den stecken wir direkt ein. Als Kind habe ich oft davon geträumt, einfach abzuhauen und mich in den Wäldern zu verstecken. Doch erstens hatte ich damals keine so gute Ausrüstung und zweitens ging das Gerücht, die Bäume wären lebendig und würden sich an Campern vergreifen. Okay, und warum? Ach so, wegen der Zeltausrüstung. Wäre ein Fallschirm an Bord eines Luftschiffs nicht sinnvoller als ein Zelt? Ich meine, selbst wenn die Mary noch ein normales Schiff wäre, aber ein Zelt? Okay, kann man auch nicht mitnehmen. Wir haben hier noch Unterlagen. Betrachte die Unterlagen. Was, es kann alles sein. Unglaublich, worum man sich als Pirat heutzutage kümmern muss. Krankenkasse, Piratensozialkasse, betriebliche Altersvorsorge, Unfallversicherung. Laut dieser Unterlagen ist ein Pirat mit Augenklappe und Holzbein berufsunfähig. Das nehmen wir einfach mal mit. Der Papierkram war schon beim ersten Lesen langweilig. Da ist sogar die Büroklammer, die das Ganze zusammenhält, interessanter. Aber wir nehmen es trotzdem. Ach ne, die Büroklammer. Nimm doch mit. Wir haben ein Kästchen, ein kleines. Ah, das sieht mir sehr nach teuren Zigarren aus. Natürlich verschlossen. Sieht aus, als bräuchte ich einen sehr kleinen Schlüssel oder eine verdammt große Axt. Oder eine Büroklammer. Ich biege die Büroklammer auseinander. Vielleicht kann ich damit das Schloss knacken. Oh, ein Minispiel. Okay, wir kommen. Wir müssen weiter runter. Das war zu weit unten. Das war hier vorne zu weit unten. Ja, da durch. Hier lang, da lang, hier. Da, da. Hat funktioniert. Aha, das war's. Und noch eine Zigarre drin. Hoffentlich kann ich damit heute Abend meine gelungene Flucht feiern. Hoffentlich. Wir werden sehen. Ach so, ob wir das jetzt geknackt haben, sonst noch was? Ich habe die letzte Zigarre schon genommen. Solange ich das Kästchen nicht auffülle, wird es leer bleiben. Es sei denn... Nein. Nicht magisch. Schade. Ja, ein Versuch war's wert, immerhin. Mein Schiff. Nicht schlecht für einen armen Jungen aus den Straßen von Huffenhausen. Ich habe früher Äpfel gepflückt und sie poliert, bis sie unwiderstehlich aussahen. Dann habe ich sie verkauft und mir am nächsten Tag von dem Gold neue Äpfel gekauft.
Viel mehr dieses Mal. Wieder habe ich sie poliert und verkauft und am dritten Tag konnte ich mir Holz für einen kleinen Marktstand leisten. Mit dem Gold, das ich mit meinem Marktstand verdiente, kaufte ich mir ein Grundstück, um Apfelbäume zu pflanzen. Auf dem Grundstück habe ich dann einen Goldschatz gefunden und bin zum Pokern gegangen. Harte Arbeit ist scheiße. Klang doch aber gut. Ein schönes Modell meines Schiffs, der Mary. Ein schönes okay, Modell... Okay, das kennen wir ja nun schon. Dann haben wir hier noch einen Schminktisch. Töpfchen, Tiegel, Cremes, Puder, Pinsel. Alles, was man für eine Altbausanierung braucht. Sehr freundlich. Wir nehmen mal was mit davon. Was soll's. Nehmen wir das. Und das. Mit dem Kram könnte man einen Paladin glücklich machen. Was hätten wir vielleicht im ersten Teil gebrauchen können? Ich habe mich immer gefragt, woher der Dicke seine schweinchenrosa Wangen hatte. Jetzt weiß ich es. Okay. Und hier haben noch einen Spiegel. Ach, das muss der schönste Tag im Leben dieses Spiegels sein. Gut, dass der überhaupt nicht von sich überzeugt ist. Abgesehen von dem Spiegelbild kann ich nichts Außergewöhnliches entdecken. Ach, das muss okay, der... Okay, das kennen wir. Und wir haben hier noch, eine Holzfigur, die wir uns angucken können. Oh, wie hübsch. Habe ich da einen sarkastischen Unterton gehört? Nein. Wer bist du? Die Frage ist ja wohl eher, warum ein abgerissener Matrose in der Kapitänskajüte herumschnüffelt. Ich bin der Kapitän dieses stolzen Schiffs. Stolz? Das war ich einmal. Sieh mich jetzt an. Ich bin ein Monster. Nein. Du bist doch kein Monster. Ich finde nicht, dass du wie ein Monster aussiehst. Ach, doch. Ich bin alt und zu nichts mehr zu gebrauchen. Du willst nur Komplimente von mir hören, oder? Wenn es so wäre, hättest du es jetzt ruiniert. Weil du jetzt weißt, dass ich jetzt weiß, dass du nur ein Kompliment hören willst? Du hast etwas an dir, das mich wünschen lässt, ich könnte meine Arme bewegen. Nicht, um dich zu knuddeln. Und wer bist du? Noch einmal, wer bist du? Ich bin die Mary. Mary? Wie das Schiff? Ich bin das Schiff. Oder was davon übrig ist. Einst habe ich die neuen Weltmeere bereist. Ich habe mich durch Wellen gekämpft und Welten erblickt, die nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Geht das schon wieder mit den Zitaten los? Dann gewann mich dieser rote Pirat bei einem Kartenspiel. Unter 5 Kapitänen habe ich gedient. Trinker, Piraten. Aber niemand war so schlimm wie er. Er hat aus mir ein Luftschiff gemacht. Meine stolzen Segel hat er gekappt und mir diese aufgeblähten Luftsäcke verpasst. Den Dicken bist du los. Ich, Kapitän Nate Bonnet, hab dich gewonnen. Willst du mich auch für Vergnügungsfahrten nutzen, Kleiner? Mich deinen betrunkenen Freunden und Dirnen vorführen? Ich will mit dir die Welt bereisen, auf Entdeckungsfahrt gehen, Abenteuer erleben. Freunde habe ich keine. Das mit den Dirnen, das wird sich zeigen. Aha. Jetzt muss ich auch mal fragen, sag mal, bin ich immer vorne am Schiff und so? Ich dachte immer, Galionsfiguren seien vorne am Schiff. Du meinst am Heck? Ja, richtig, am Heck. Es ist der Bug. Hä? Vorne ist der Bug. Das Heck ist Steuerbord. Oh, das wusste ich nicht. Ich sehe, du bist voll qualifiziert, ein Luftschiff zu steuern, Kleiner. Wir haben da draußen, ach, sag nicht mal kleiner zu mir. Ich bin dein Kapitän und du solltest mich nicht kleiner nennen. Du bist jemand, der ein altes Schiff beim Glücksspiel gewonnen hat. Das macht dich nicht zum Kapitän, Kleiner. Ich werde der größte Luftschiffkapitän aller Zeiten. Träume sind gut. Aber eines Tages wachst du auf und hängst an Seilen unter einem Ballon und spürst die Wellen nicht mehr an deinem Bug. Und die salzige Luft nicht mehr in deinen Segeln. Das ist mein größter Albtraum. Aber warum sie jetzt hinten hängt, hat sie nicht gesagt. Hör zu, Mary. Wir beide, du und ich, werden bis zum Rand der Welt und wieder zurückfliegen. Aber dazu musst du mir helfen. Muss ich das? Neben uns fliegt ein Luftschiff. An Bord ist eine Kopfgeldjägerin namens Masas. Sie jagt mich und will uns beide zurück zum Roten Piraten bringen. Was erwartest du von mir? Ich bin kein Kriegsschiff.
Und entkommen kann ich hier auch nicht. Ich bin nicht mehr die Jüngste. Jeden Augenblick könnte dir von Marsas eine Kanonenkugel durch den Rumpf gefeuert werden. Ist dir das egal? Vielleicht ist es das Beste für mich, hier und jetzt zu sinken. Abzustürzen. Schiffe sinken. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ich lasse mich nicht von jedem retten. Eine Lady will erobert werden. Das kann ja was werden. Ich will dir doch nur helfen. Können diese Augen lügen? Natürlich. Weißt du was? Ich werde mit einer durchtrainierten, wild entschlossenen und gut ausgebildeten Ork-Kopfgeldjägerin schon alleine fertig. Das wird bestimmt amüsant. Das denke ich auch. Vielleicht würden wir schneller fliegen, wenn wir ein paar überflüssige Pfunde loswerden. Unverschämtheit! Ballast abwerfen, meinte ich. Ich sehe hier nur einen, den man als überflüssigen Ballast bezeichnen könnte. Oh, wieso sind immer alle so gemein zu mir? Unterstütz mich doch mal ein bisschen. Ich finde, du könntest mich mehr unterstützen. Immerhin rette ich gerade auch deinen Hintern. Ist es das wert? Seitdem er nicht mehr zur Hälfte unter Wasser ist, komme ich mir so dick vor. Sei nicht so hart zu dir. Dank mir wirst du schon bald in neuem Glanz erstrahlen. Alles, was es braucht, ist eine neue Mannschaft unter der Führung eines starken Kapitäns. Leider sehe ich hier nur einen Schwachmat. Ha, ein Brüller. Top. Geil. Ich muss weiter. Als Kapitän habe ich viel zu tun. Du musst es ja wissen. Gut, mit der haben wir jetzt geredet. Wir haben hier unten, wir können mit der immer noch reden. Das können wir angucken, können wieder hochgehen. Aber ich würde sagen, wir haben jede Menge Zeug gesammelt. An der Stelle machen wir jetzt einfach Schluss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Auch wenn jetzt hier direkt bei der ersten Folge bei Release noch kein Thumbnail im Video ist. Das schaffe ich leider nicht mehr. Da möchte ich mich schon mal entschuldigen. Wenn ihr das jetzt irgendwann später guckt, ist natürlich eins da und alles ist gut. Aber jetzt zum Release habe ich es einfach nicht geschafft, auch noch ein Thumbnail zu machen. Es tut mir leid. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und ich würde bestimmt auch noch weiterhin spaßig, hoffe ich einfach mal so. Und an der Stelle sage ich jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal.